Okay, jetzt nochmal ganz andere Koordinaten. Schwimmen wir da jetzt mal hin. Wir werden uns jetzt direkt in die andere Richtung bewegen müssen wieder. Und einfach mal hier durchs Wasser schwappen. Ich sage Bescheid, wenn ich da bin. Werde jetzt einfach weiter in diese Richtung fahren. Koordinaten weiß ich ungefähr. Naja, gut, ihr könnt einfach mal die Route mitverfolgen, weil für Leute, die das vielleicht nachmachen wollen, ist es gleich ganz praktisch, wenn ich das hier zeige, wo ich mich hinbewege und wo ich hier gerade bin. Zum größten Teil solltet ihr das einfach mitbekommen, damit ihr einfach seht, wo die Distanzen liegen, wie weit die sind, wo ihr hinschwimmen müsst. Damit ihr euch auch irgendwo leicht zurechtfinden könnt, ohne dass ihr selber alles nachschauen müsst. Aber ich glaube, es ist doch einfach interessanter, das einfach so zu sehen, wie ich das hier entdecke. Schön. Würde ich mal sagen, da muss hier auch gleich irgendwas erscheinen. Irgendwo hier. So glaube ich. Ich muss hier weiter in die Richtung schwimmen. So, hier muss ich lang. So, dann soll hier irgendwo gleich wieder was kommen. Da. Da am Rohr entlang vielleicht. Mal schauen. Da ist irgendwas. Was ist das, bitte? Hallo? Okay, ich schätze mal, das ist hier irgendwo an einem Rohr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier irgendwo was ist. Zum Beispiel das Ding hier. Das könnte doch gut sein, oder? Hm. Das sieht mir verdächtig aus. Vielleicht ist es aber gar nicht das, was wir suchen. Ist da... Da. Stopp, stopp, stopp. Da war was Rotes. Speed, speed, speed. Speed hier am Rohr. Irgendwo am Rohr. Gut. Wir sind anscheinend nicht umsonst Patrouille geflogen. Hier sind ein paar liebe Kollegen. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal abknallen. Okay, die machen hier auch schon ordentlich Randale, die Piraten. Na gut, dann ballern wir mal ein bisschen um uns. Okay, jetzt trefft doch mal. Dankeschön dafür. So, dich treffe ich auch, damit ihr jetzt zuerst mal das Schiff hier in Ruhe lasst. Okay, dann gibt es jetzt erstmal Randale hier. Oh, damit ihr mir bloß nicht meine Not hier kaputt macht. Dafür gibt es nämlich ordentlich was, da bin ich mir sicher. Okay, bleibt stehen. Bleibst du wohl stehen. Da, die Carnage-Klasse, ihr wisst jetzt, das war einer der stärksten der Piraten. Die haben ordentlich was drauf. Das sind ihre stärksten Schiffe schon so weit. Wo ist der andere? Da ist er. Okay, Krieg. Mit der Gatling könnt ihr einfach so bekloppt herumfeuern, wie ihr wollt. Die Waffe ist zwar ein bisschen ungenau. Was soll's? Gut, beide Bonusziele erfüllt, soweit. Damit wäre unsere Mission abgeschlossen. Wir können den Autopiloten aktivieren. Tja. Da habt ihr mal gesehen, wie schnell das gehen kann. Und beide Bonusziele erfüllt dazu noch. Dafür gibt's Credits und außerdem Tiger Sharks um 3 Big Bang der ersten Klasse. Das ist ja was. Mal ganz von abgesehen von den Standardsachen, die wir hier bekommen. Naja, mir ist mal aufgefallen, dass ich irgendwie nie Probleme mit den Buzzern habe. Das liegt wohl daran, dass ich auf einen geringeren Schwierigkeitsgrad spiele. Schön, freut mich. Hätten wir wieder eine weitere Mission erfüllt. Ja, so kann das gehen. Meling ist weg. Für einen Moment. Wer weiß, ob sie wiederkommt, ob sie sich auch nochmal blicken lässt. Was macht Leuten an Hamlet hier? Den Typ will ich ja gleich mal ansprechen. Den vertraue ich ja sowieso nicht so ganz. Hey, der junge Drake. Ich... Komm schon, ich weiß, wer du bist. Wir hatten bereits vor kurzem das Vergnügen. Wie meinst du das? Drake, komm zu uns. Wir sorgen für dich. Wir wollen dich nicht töten. Wir... Was, also du hast hinter dem Angriff vor dem argentinischen Becken gesteckt? Scheiße, nein! Na gut, ein wenig. Ich werd dir... Droh mir nicht, du kleines, vertrocknetes Makrelenhirn. Droh mir nicht. Du weißt nicht, was du tust. Du merkst nicht, wie Amitab dich verheizt. Aber... Licht, junger Freund, genieße es. Solange du noch dazu in der Lage bist. Okay, wir haben wieder einen weiteren Feind. Leutnant Hamlet ist der böseste Typi von allen. Stoney, hinter dir, Leutnant Hamlet. Verdammt, Stoney, was zum Teufel ist denn Mayday gefahren? Die Hitze, Mann! Was soll's? So eine Ronin dreht durch, wenn sie nicht das kriegt, was sie will. Natural, Mann, so geht das. Aber ich kann doch nichts dafür. Brauchst du auch nicht. Hauptsache, sie ist weg. Naja, shit. Ich mochte sie. Ich hatte Chancen bei ihr. Von wegen. Leck mich am Dings, ich hatte Chancen bei ihr. Dich wollte sie ja nur unbedingt entjungfern. Weiber. Fand ich jetzt sehr gut. Okay, Platz Talasso. Na, sehen. Amitab wieder irgendwo da? Nee, Angelina. Okay, die hat bestimmt auch was zum Thema Mayling zu sagen. William, es tut mir leid wegen Mayling. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Ich sagte ja, sie hat immer eine Wahl. Dazu gehört auch die Freiheit, die Falsche zu treffen. Und jetzt? Was ist mit ihr? Was hat sie von ihrer Freiheit? Keine Ahnung. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Ärgerlich. Tja, falsche Wahl. Also ist es falsch, mit Dingen weggegangen zu sein? Also ich meine, richtig und falsch liegt auch immer im Sinne des Betrachters. Sie meint, es wäre falsch. Ich meine, es ist richtig, weil die Frau ist mir langsam auf den Geist gegangen, weil Willi hat ja eh nichts unternommen. Mir war es ja scheißegal. Nö, ich will nicht. Und El Topo, du bist immer so nett.
Mein lieber Junge, was war da los? Warum hat dich diese Mei Ling zum Duell gefordert? Keine Ahnung. Urplötzlich, das kam wie aus dem Nichts. Nichts kommt aus dem Nichts. Erst recht nicht die Reaktion einer Frau. Wahrscheinlich. Aber Sir, Sie haben gesagt, Sie könnten mir mehr verraten über Amitabh. Ich denke, er jagt einem Schatz nach. Dem Felsengrab. Ja, da gibt es diese alte Legende. Irgendwo in Aqua ist dieses berühmte Grab zu finden. Wer es öffnet, soll auf ewig verflucht sein. Die Sage geht, nur ein Mensch, der die schlimmste Qual in seinem Herzen trägt, soll das Grab finden. Denn nur jemand, der... Ach, ich verplappere mich. Bitte, Sir, erzählen Sie. Man hat mich damit reingezogen. Ich muss mehr wissen. Ah ja, die Jugend. Hier, es geht nicht um Ungeduld. Mein Leben hängt davon ab. Ich sehe schon. Manchmal ist die Welt so einfach, wenn man nur genügend Abstand hat. Sir, ich habe leider nicht genügend Abstand. Mein Hals hängt in der Schlinge. Vielleicht hat ja sogar Amitabh Mei Ling auf mich gehetzt. Ach was, Mei Ling hast du dir vermutlich selbst zuzuschreiben. Okay, ich werde dir was über Amitabh erzählen. Er ist ein Getriebener. Es heißt, seine Eltern wären bedeutende Clansfürsten in Floating Bombay gewesen. Aber sie ließen ihn im Stich. Das weiß ich, das hat er mir erzählt. Tja, seitdem sucht er Schätze. Sein ganzes Leben aber ist nur nach dem einen Schatz ausgerichtet. Dem größten aller Schätze. Dem Felsengrab. Naja, das erzählt die Sage. Dass der Schatz in einem unscheinbaren, unfindbaren Felsengrab verborgen liegt. Und woraus besteht der Schatz? Aus Oberflächenartefakten? Keine Ahnung. Weißt du schon, wie er heißt? Nein, nein. Die Tränen des Engels. Ja, genau so. Die Tränen des Engels. Okay, das ist interessant. Platz der Lasso, was bietest du uns als Kollegen? Ned steht da jetzt auf einmal, okay? Was zur Hölle ist in Mei Ling gefahren? Sie ist ihrer Spur gefolgt. Wie jeder von uns. Die Tränen des Engels, was? So, so. Die Tränen des Engels. Du kennst jetzt also den Namen des Schatzes. Solange diese Gilmore hier nicht auftaucht, nützt mir das wenig. Amitabh. Ohne ihn wäre ich vielleicht schon tot. Er besitzt den Willen und die Kraft zum Überleben. Aber ausgerechnet ich trage die Verantwortung. Weißt du, William, Angelina, glaubst du an das Schicksal? Etwas Ähnliches hat mich Angelina auch schon gefragt. Ich weiß nicht. Außerdem Schicksal, Bestimmung, Legenden. Ich glaube an das, was ich sehe. Das kann einen Menschen dumm machen. Oder ihm das Leben retten. Ich glaube an das, was mir überliefert wurde. Genauso wie Angelina. Ihre Eltern mussten sie mit uns gehen lassen. Es war im Interesse aller. Also im Interesse des Schatzes. Im Interesse der Gier. Ist es das wert? Ich hoffe, der Schatz ist so kostbar, dass er Angelinas verlorene Jahre rechtfertigt. Wenn wir ihn finden, wird er jede Träne, jedes Blut, das seinetwegen vergossen wurde, rechtfertigen. Das... So etwas Bescheuertes habe ich noch nie gehört. Und wenn es dein eigenes Blut wäre? Dann wäre es auch egal. Nur Angelina. Nicht sie. Alles nur nicht sie. Angelina scheint etwas Besonderes zu sein hier in der ganzen Geschichte. Ja, aber gut, wenn sie gleich schon neben ansteht, sprechen wir sie doch mal gleich drauf an. Angelina, hör mir zu. Du hast davon gesprochen, keine Wahl zu haben. Ich will, dass du mir zuhörst. William, ich habe das mit Mayday kommen sehen. Sie lässt sich nicht abweisen. Vergiss Mayday, vergiss das alles hier. Verschwinden wir. Willst du mit mir verschwinden? Ich habe keine Ahnung, auf was für einer seltsamen Reise ihr hier seid, aber selbst Ned hat... Ned ist müde und verzweifelt. Er ist auf einer Mission. Und wir folgen ihm. Mission, Ned, Amitabh, vergiss es. Was soll das? Die Suche nach den Tränen des Engels. Werd endlich wach. Ich mag dich so sehr, Angelina. Selbst Ned glaubt nicht mehr so recht an seine Mission. Er ist so müde und schwach geworden. Aber Amitabh nicht. Der wird nie aufgeben. Sie haben beide das gleiche Ziel. Aber sie sind nicht auf derselben Mission. Hör auf damit. Angelina, komm mit mir, bitte. Oder sag mir doch wenigstens die Wahrheit. William, ich mag dich auch. Sehr sogar. Ich... Wo liegt dann das Problem? Werden sie uns verfolgen? Amitabh weiß, dass du mit Gilmore ein Ass im Ärmel hast. Und er weiß, dass Gilmore nur mit dir reden wird. Er lässt dich nicht gehen. Lass mich nachdenken.
Gut, ich werde mit ihr reden. Das heißt, falls sie überhaupt hier auftaucht. Wenn nicht, dann ist sowieso alles egal. Sie ist hier, William. Ich habe sie gesehen. Rede mit ihr. Wir alle müssen jetzt tun, was zu tun ist. Oder willst du sterben? Amitabh wird dich töten, wenn du jetzt verschwinden willst. Er hat bereits jemanden auf dich angesetzt. Was? Er hat... Verdammter Mistkerl. Angelina, wenn die Dinge anders wären, wärst du mit mir gegangen? Vielleicht, William. Wer kann das schon so genau wissen? Da entwickelt sich was. Ich sag's euch. Das sieht nicht so schlecht aus. Und da ist Charlotte Gilmore und sie schillt da hinten in der Ecke. Geil. Gut hingekriegt, Seemann. Ihr habt euer Wort gehalten. Und sie ihres. Sie sind hier. Was?